Ja. Wir drücken jetzt erstmal hier den Knopf, weil wir sind gelb. Und jetzt. Ich wüsste nicht, wie mir das jetzt helfen soll. Und jetzt nehmen wir mal eben schnell das Zauberbuch zur Hand. Und er blüht blau. Dann machen wir uns auch mal blau. Ja, das müssen wir mal tun. Wie ich sagen wollte, selbst wenn Calypso immer ziemlich hardcore am ersten Teil war, manchmal dargestellt worden ist, war er doch bisher immer ziemlich nutzlos, aber er hat, selbst er hat nicht so einen albernen Tod verdient. Ja, komm, mach mich. Okay, orange. Das finde ich gut. Zack. Gib ihn mir. Komm schon. Ich möchte den Schalter hier drücken. Was hast du? Weiß. Weiß ist hier gleich schwarz. Bam. Wo haben wir denn den weißen Schalter? Ach, hier ganz. Oder halt schwarz. Man kann schwarz halt hier wohl schlecht nachstellen. Grün. Grün war... Da war blau. Ich hab grad überlegt, wo blau war. Jetzt sind wir grün. Jetzt werden wir hier... Na ja, komm schon. Oh. Ich sollte erstmal gucken, was er jetzt für eine Farbe wählt. Bevor ich den Umhang ändere. Ja, komm schon. Kleiner Wirbelwind. Hör auf! Das Energieniveau ist schon gefährlich hoch! Gut, du hörst auf mich zu schießen und ich höre auf die Knöpfe zu drücken, okay? Ich habe eine bessere Idee. Warum bringe ich dich stattdessen nicht einfach um? Okay, er hat rot. Rot nehmen wir mit. Bam! Geschafft. Gib mir rot. Ja, das sind so kleine Zielsuchende, wa? Zack. Und lila. Damit ist das auch der letzte. Rot war hier und blau war da. Bam. Und damit haben wir lila. Damit müssen wir jetzt auch alle Farben durchhaben. Yep. Und sehr schön, dass er lila als letztes gewählt hat. Wo brauche ich das nicht noch extra ändern, die Farbe? Zack. Und damit haben wir alles aktiviert. Nein! Der Transporter wurde aktiviert! Und was passiert nun? Er entzieht diesem Raum die Energie. Sämtliche Magie wird absorbiert. Nein! Meine Magie! Sie ist verschwunden! Ja, ohne Magie kennen wir uns ja schon aus. Zum Glück bin ich ungefähr so magisch wie ein Pflasterstein. Tja, und was machen wir nun mit dir? Ich schätze mal, ich könnte dich mit Erdnüssen bewerfen, bis du runterfällst. Stopp! Ja! Yeah. Du kitzelst mich! Was kommt davon, wenn man ihn in einen Vogel verwandelt? Sei verdammt, Zauberer! Sei verdammt! Und tschüss! So schlecht war er doch gar nicht. Allenfalls ein wenig irregeleitet. Und warum ist aus dir noch nicht alle Magie verschwunden? Sei verdammt, Zauberer! Sei verdammt! So wird man auch. Hier sollte man wirklich mal ein Schild aufstellen. Diese bodenlose Grube ist mehr als gefährlich. Ja, ja. Gut, Zeit, das Mädchen zu schnappen und das Universum zu retten. Hey, los, wir müssen das Universum retten. Ich frage mich eigentlich, was aus den anderen zwei geworden ist. Oh, vielen Dank für all die Hilfe. Was ist passiert? Wo ist Rand? Tot. Calypso? Tot. Coleman? Ente. Dann tot. Oder vielleicht noch am Fallen. Scheint so, als hätte ich eine Riesenparty versäumt. Au contraire. Die Riesenparty steigt unten im Nexus. Und dorthin bewegen wir uns jetzt.
So kann man das auch kurz und prägnant zusammenfassen. Außer wird man auch mordlüsternde Leute los, die einen an Kragen wollen. Und damit haben wir den Nexus betreten. Was uns hier auch immer erwarten mag. Oh, das sieht sehr ägyptisch aus. Und das ist irgendwie ein riesiges Gesicht von Sumpfi. Wow, so viele schöne Farben, tolle optische Effekte und atemberaubende Grafiken. Hätte nie gedacht, dass Teleportation so unterhaltsam sein kann. Jede Wette, das wird noch rausgeschnitten. Kann sein. Das muss dann also der Nexus sein. Joa, sieht so aus. Natürlich haben sie es rausgeschnitten. Um ehrlich zu sein, ich bin nicht sonderlich beeindruckt. Was zum Teufel ist das? Keine Ahnung, aber es ist hässlich. Aber es ist Sumpfi. Was? Dein Kumpel Sumpfi? Ja, ein riesiger steinerner Sumpfi-Kopf. Sind wir hier in einer bizarren Parallelwelt gelandet, oder was? Es sieht wie eine Art Tür aus. Na, du... Hallo Socke. Willkommen, Kinder. Ihr habt ihn gefunden. Den Nexus. 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 Was? Ich dachte, du wärst tot. Ich spreche zu euch durch die Kraft der Magie aus dem Jenseits. Es wäre ja auch zu schön gewesen. Von nun an werde ich euer geistiger Mentor sein. Durch veraltete Bluescreen-Technik ganz billig auf dem Hintergrund projiziert. Könntest du vielleicht mit dem dramatischen Gejodel aufhören und ganz einfach nur erklären, warum da ein riesiges Modell von Sumpfis Kopf in die Wand eingearbeitet ist? Ah, da irrst du dich. Das ist nicht Sumpfi. Ich denke... Es ist die grobe Nachbildung eines Alten, jener mysteriösen Rasse, die den Nexus gebaut und dadurch das Universum, wie wir es kennen, geschaffen hat. Sieht aber immer noch wie Sumpfi aus. In der Tat. Keine Ahnung, wie es dir geht, aber ich fühle mich nicht schlauer. Hey, Sumpfi ist dein Freund. Vielleicht solltest du dir mal den Kopf darüber zerbrechen, wie es weitergeht. Oh, aber ich liebe es, dominiert zu werden. Trantüte. Ja, das ist der Nexus anscheinend. Und egal wie nutzlos Calypso war, so einen Ton hat er nicht verdient. Naja. Dann werde ich hier erstmal immer schnell einen Speicher einlegen. Ich habe keine Lust... das Ganze nochmal zu machen. Ich nenne das jetzt auch einfach Siegt. So. Denn das haben wir ja. Oder nicht wir, der andere, aber egal. Er ist aus dem Weg geräumt. Das bewirkt nichts. Wenn ich mich recht entsinne, ist in solchen Situationen das dämliche Sumpfling-Lied ganz hilfreich. Ja, dann sing das mal. Ach, wie ging das noch? Moment, Sumpfgebräu. Sumpfgebräu war, glaube ich, doppelt. Bleibt dem. Leise kichert ein Schlumpf im Heu. Sehr schön! Bleibt für den Schlumpf und dem Sumpfschritt treu. Lalalala. Bleib Sumpfi treu. Und dann wieder Sumpfgebräu. Sumpfgebräu, Sumpfgebräu, bleib dem Schlamm und dem Sumpf stets treu. Bleibe Sumpfi treu, Sumpfgebräu. Oh, war das richtig? Hatte ich das noch richtig im Kopf? Ja! Sei denn, wir werden jetzt vaporisiert. Geschafft. So ein blödes Lied vergisst man doch nicht. Wow, mein Held. Kommst du mit oder was? Nein, ich werde hier warten. Aber ich könnte dich gebrauchen. Ich meine, es könnte hier draußen für dich allein gefährlich sein.
Keine Panik, ich hab mich schon im Griff. Was sind das eigentlich für Helden? Ich meine, ich kann auf mich selbst aufpassen, du Ferkel. Ich denke, ich bleibe bei meiner Interpretation. Klopf, klopf. Ja, was sind das eigentlich für Helden? Erstmal haben wir die anderen beiden gar nicht mehr wieder gesehen. Die haben gar nichts gerissen. Gut, Conan haben wir jetzt erledigt. War wenigstens noch ansatzweise nützlich. Immerhin hat der Rand gesagt, dass der sich loslegt. Und das ist eine sehr interessante Brücke. Aber die stehen ja nur rum. Naja, egal. Dann laufen wir mal hier hin. Mensch, wer bist du denn? Halt! Sumpfi, bist du das? Nicht gehen weiter! Sumpfi, ich bin's, Simon! Ich nicht kennen dich, seltsam gekleidetes Person. Aber ich wissen, dass du nicht können überqueren Brücke. Seltsam. Sieht aus wie Sumpfi, klingt wie Sumpfi, ist aber nicht Sumpfi. So langsam kriege ich hier Muffensausen. Das ist schon sehr komisch. Brücke nur für Leute, die verlassen Kontrollzentrum. Keine Leute überqueren dürfen Brücke in Richtung, in die du laufen. Aber... Und nur gehen erlaubt auf Brücke. Nicht rennen oder laufen. Oder du werden vaporisiert. Vaporisiert? Nun, genau genommen, du werden zurücktransportiert am Start. Also kann man die Brücke nur von der anderen Seite aus überqueren? Das sei korrekt. Und wie komme ich darüber? Über die Brücke. Nun bereit machen zum vaporisiert werden. Okay, das ist ein bisschen... Die Logik muss man dahinter jetzt nicht verstehen. Die Sache ist aber zum Glück die, dass dieser Sumpfling... Also kann man die Brücke nur von der anderen Seite aus überqueren. Das macht die Angelegenheit natürlich etwas schwieriger. Was der natürlich ein bisschen doof ist. So. Nicht laufen auf Brücke. Ups, ich habe das Gehen vergessen zu aktivieren. Das müsste ich ja nochmal eben machen. So. Das war Gehen. Gut. Er ist natürlich ein bisschen, das ist das Schöne, ein bisschen doof. Muss man sagen. Wir müssen einfach nur laufen. So lange weiterlaufen. Bis er kommt. Dann drehen wir uns schon um. Laufen zurück. So. Drehen uns wieder um. Laufen wieder weiter. Ja. Also wenn wir rennen, kriegt er das sofort mit. So, jetzt laufen wir wieder hier lang. Guck mal, wir gehen in die andere Richtung. So, tudü, tudü, tudü. Jetzt kommen wir hier wieder an ihm vorbei. Und man sieht natürlich, es dauert ein bisschen länger. Aber... Wir kommen Schritt für Schritt immer so ein Schritt für Schritt weiter. Ist natürlich blöd. Das hätte man sich auch ein bisschen sparen können. Indem man einfach zum Beispiel hätte stehen bleiben dürfen. Jetzt müssen wir halt hier immer so einen Stress machen. Ja. Auch das mit dem, dass man nicht rennen darf, ist halt auch doof. Na, ja, kurz vor Schluss macht er bestimmt die Tür nochmal auf. Jupp, war klar. Kollege Schnürschuh da hinten. Na, kommen wir jetzt. Schaffen wir es jetzt? Jetzt müssten wir eigentlich hinten ankommen. Ja, wir haben es geschafft. So. Dann werden wir hier nochmal eben schnell speichern. Schreibe ich mal über Nexusbrücke. Und schauen uns hier weiter um. Was haben wir denn hier? Jetzt dürfen wir auch wieder rennen. Oh, wir haben ein PC. Wir haben Sordid. Wir haben Sumpfi.
Ich glaube nicht, dass ich ihn aufwecken kann. Guck ihn dir doch mal an. Es ist Sumpfi. Er atmet, sieht aber irgendwie abwesend aus. Ja, und hier haben wir Sordid. Können wir dem irgendwie was in die Nase stecken? Da ist er, schutzlos und verwundbar. Und hier bin ich, ohne etwas tun zu können. Ist mal wieder typisch. Es ist Sordid. Ich dachte, ich würde ihn nie mehr wiedersehen. Er scheint in einer Art Koma zu liegen. Naja, gut. Die haben wir jetzt gefunden. Ich lege hier einmal ganz kurz eine ganz kurze Pause ein. Mich beschleicht so ein blödes Gefühl gerade, was einfach nur heißt, ich möchte nur sicher gehen, dass mir hier die Aufnahme in die Flöten geht. Und deswegen lege ich lieber eine kurze Pause ein und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Gehabt euch wohl.